Und Chanel wieder zurück. Immer schön an der vordersten Front bleiben. Nein. Das war. Also das war jetzt wirklich, wirklich blöd. The year 3587. Conflict spans the stars. Huge armies are locked into an enduring stalemate. Only one force can help them now. The Awesome Bots. Es ist Random Monday und wir spielen zusammen Awesome Nords. Dem einen oder anderen wird das was sagen, ist ähnlich wie League of Legends, aber meiner Meinung nach ein bisschen lustiger. Ich kloppe mich hier seit einiger Zeit mit dem gleichen Team, beziehungsweise auch gegen das gleiche Team. Ich spiele immer den Leon, den Franzosen, und der gefällt mir sogar ganz gut. Finde ich ganz witzig, macht eigentlich relativ viel Spaß, allerdings kriege ich natürlich mächtig aufs Maul, weil ich dieses Spiel jetzt seit genau anderthalb Stunden ungefähr spiele. Aber ich habe mir gedacht, hey, ich möchte euch das einfach mal zeigen. Der kleine Homie hat ein paar Fähigkeiten, und zwar einmal den Zungenschnapper, damit kann ich Gegner zu mir heranziehen. Dann haben wir die Tarnhaut, damit tarne ich mich. Den Schwertangriff, das ist der Standardangriff. Und hier habe ich eben noch ein paar kleine, ich sag mal, charakterspezifische Fähigkeiten, die ich dann dementsprechend auch noch verbessern kann. Wie zum Beispiel schneller laufen oder mehr Gesundheit und so weiter und so fort. Hier kann ich eben dann dementsprechend diese Fähigkeiten verbessern. Aber wir müssen jetzt einsteigen, ansonsten lasse ich mein Team ein bisschen lang allein. Am Anfang fällt man quasi immer auf diesen Planeten hier und dort sammelt man dann erstmal das Solar ein. Davon kann man sich dann die Verbesserungen kaufen. Und das macht man hier im Shop. Erstmal können wir unsere normalen Fähigkeiten kaufen. Ich habe jetzt erstmal den Zungenschnapper geholt. Hier die Türme gibt es natürlich hier auch, genauso wie bei LOL. Das sind unsere kleinen NPCs, die uns verstärken. Unten rechts ist die Minimap, dort sieht man auch schon die einzelnen Gegner. Das sind die dicken blauen Punkte. Unser Team ist so relativ weit vorne, das ist gar nicht so schlecht. Da der andere Typi, der andere Leon, der hat mich rangezogen. Ich habe allerdings das gleiche gemacht. Und jetzt sollte ich ein bisschen zurückweichen, denn es ist genauso wie bei League of Legends. Man muss immer wieder zurückweichen, damit man nicht stirbt, weil ansonsten hat man sehr gute Chancen, dass man... Ah, verdammt. Verdammt. Hätte ich ihn nur rangezogen. Sonst hat man sehr gute Chancen, dass man eben verliert. Man muss natürlich zusehen, dass man ordentlich an Leveln gewinnt. Ich verstehe nicht, wieso ich nur Level 1 bin, alle anderen sind mehr. Und Problem ist, dass ich vorhin eine ganze Weile im blauen Team gespielt habe. Jetzt spiele ich im roten Team. Deswegen irritiert mich das teilweise noch sehr. Und checke nicht, dass da teilweise Gegner vor mir stehen. So, Miss Void Watcher, komm mal ein bisschen ran hier. Und stirbst du. So, damit bin ich Level 2. Schon mal was. Aber das ist noch lange nicht genug. Kann ich? Ah, verdammt, ich bin zu weit weg. Ja, ich bin zu weit weg. Jetzt nicht mehr. Ach, hat leider nicht gereicht. Da muss ich dann gleich noch ein bisschen dazu skillen. So, dass meinen Zungenschnapper auch ein bisschen mehr Schaden macht. So, jetzt bin ich hier voll ins Feuer des Turmes hineingelaufen. Ich werde mal eben gucken, ob es hier irgendwo... Jo, das habe ich gesucht. Bisschen was für die Heilung. Oh. So, tarnen kann ich mich ja noch nicht. Ich werde mich aber gleich mal zurückporten, denn... So, jetzt ist ein guter Zeit, mich zurück zu porten. Ups. So, mit F porte ich mich zurück.
Jetzt hoffen wir mal, dass wir... Ja, wir können uns schon tarnen. Und dann nehmen wir noch ein bisschen mehr Gesundheit mit. Und jetzt schnell wieder ab nach vorne ins Getümmel. Denn ansonsten wird das hier mal... wieder los. Das war nicht so schlau. So, aber zweimal wurde ein Gegner getötet. Und damit war das auch First Blood. So, hier stehe ich sicher. Hinter unseren kleinen Schnuckeldingern ist immer gut. Wir haben gerade seltsamerweise kaum Schaden gefressen. So, er hier ist auf unserer Seite. Kurz getarnt und wieder raus und zugeschnappt und... Er will nicht! Wieso will er denn nicht sterben? Nein! 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 Verdammte Axt! Verdammte Axt! Wieso hat ihn niemand getötet? Das gibt's doch nicht. Unfassbar. Unfassbar. So, jetzt sind wir wieder in der Unterzahl, also schön zurückweichen bis zum Turm. Es ist genauso wie bei League of Legends, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Man muss eben immer wieder zurückweichen, wieder nach vorne, zurückweichen und nach einer Weile. So, kurz mal getarnt und zu nah am Turm. Sauber. Ja, man muss immer wieder zurückweichen und insgesamt dann eben hoffen, dass man nach einer Weile wieder weiter nach vorne kommt. So, schön hier auf den Turm. Da hat der Gegner einen Stier ausgepackt. Der ist ziemlich nervig. Lauf, lauf. Das war knapp. Oh, so weit wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte einfach nur hier hin, so. Trotzdem bin ich nur Level 5 und... Der Rest ist schon viel höher. Das geht mir bei LOL immer ganz genauso. Hier kann ich übrigens noch ein paar von unseren Homies aktivieren. Bei LOL bin ich auch immer ganz hinten dran und die anderen sind immer schon viel weiter. Ich weiß nicht so hundertprozentig, woran es hier liegt. Weil ich ja eigentlich die ganze Zeit mit vorne dabei war. Wahrscheinlich einfach nicht genug getötet. Das ist eben so das Problem an einem Nahkämpfer. Da ist man immer der, der blöd aus der Wäsche guckt. Ich kann nur nicht zu weit vorlaufen, sonst tötet mich der Turm. Und unsere Fernkämpfer können dann mal eben abstauben. So, kann ich den nehmen? Nein, kann ich nicht. Da kommt der Stier, der mir auch ordentlich was abgezogen hat. Der explodiert am Schluss immer. So, laufen wir nach vorne jetzt hier. Ah, verdammt, den Affen. Den konnte ich mir da jetzt nicht so schnell herholen. Beziehungsweise hat es nicht gereicht. Oh. Oh. So, einmal getarnt. Verdammt. Komm, 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 komm. Nein! Feigling! Mist, jetzt müssen wir auch wieder zurück. Die hier aktivieren wir mal wieder. Ich porte mich mal kurz, vielleicht kann ich mir sogar noch was Neues kaufen. Schön wäre es, dem ist aber leider nicht so, also muss ich schnell wieder zurück. Schabrinten. So schnell es eben möglich ist. Komm ran! Ah, verdammt, hat er wieder seinen bekloppten Stier gezündet. So. Aua. Das tut doch weh, Mensch. Oh. Komm her. Nein, nein. Ja. Jawohl. Endlich mal jemanden getötet jetzt hier. Oh, oh. Zu nah, viel zu nah. Weg da. So, sind die vielleicht hier oben unterwegs? Ne, sieht nicht so aus, das ist gut. So, das da drüben ist auch nur eine Projektion, deswegen steht er da so doof.
Die Projektion kann man auch noch skillen, sodass sie sich bewegt. Das ist ganz cool. Dann sind die Gegner nämlich tatsächlich verwirrt und denken, dass man das wäre. Aua, aua, ha. So, einmal hier hochgehüpft. Mir geht es natürlich wieder nur darum. So. Einige Gegner. Oh, oh, oh. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hopp. Aber momentan läuft es noch einigermaßen. So, ihr könnt gerne mal drauf gehen hier. So, ganz schnell mal geflüchtet vor dem Stier. Ich wollte natürlich eigentlich nicht auf das Sprungbrett springen, aber... Oh. Okay, jetzt werde ich mich doch da mal wegporten. Vielleicht kann ich mir jetzt was kaufen. Müsste eigentlich machbar sein. Jo. Bei erfolgreicher Zungenattacke zusätzlicher Lebensraub. Das macht sehr viel Sinn. Und mehr Leben. Finde ich auch immer gut. Wer lebt denn nicht länger? Oha, unser Turm ist fast zerstört. Was ist mein Eimer nicht da? Oha, oha. Das sieht hier gerade gar nicht gut aus. Verdammt, wieso? Ach. Nein! Nein, Mann! Haben die immer ein Glück? So, komm, 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 komm. Nein, Mann, das gibt's doch nicht! Nein, daneben! Komm schon, komm schon, komm schon. Bist du noch hier oben? Bist du noch hier oben? Du bist noch hier oben. Du sammelst Gesundheit, du Drecksau. Komm, komm, jawohl! Wenigstens das. Jetzt muss ich allerdings hier irgendwie, irgendwoher nochmal eben ein bisschen mal an Gesundheit holen. Gut, dann porten wir uns einfach mal, weil das reicht hier nicht. So, und wir machen mehr Standardschaden. Und schnell zurück. So, jetzt sieht es doch gar nicht so schlecht aus, denn unser Turm war fast kaputt. Deren Turm ist jetzt schon kaputt. Und zack. Verdammt, das war wieder nur seine Projektion. Komm ran, komm ran. Komm ran! Oh, ha! Ich habe ihn zwar nicht getötet, aber zumindest ist er down, darum geht's. So, was ist denn hier oben los? Oh, oh, oh. Zu nah, zu nah, viel zu nah. Halt, stopp, unser Turm wird angegriffen. So, schön von hinten ran. Ein bisschen was von dem Zeug einsammeln, von dem Solar. So, und jetzt muss ich aber doch mal wieder kurz hier irgendwo mir ein wenig Gesundheit holen. Ah, es war zu hoch. Hier wollte ich hin. So, dich bringe ich mal schnell um, denn die kleinen Typis hier oben, die sorgen eben auch für Gesundheit. So, jetzt mal eben... Ah, nee, ein Turm. Ist nicht so vorteilhaft für mich. Ups. Na gut, dann eben wieder hier nach oben. Bringe ich euch mal schnell um. So. Dich auch noch eben und dann bin ich auch schon wieder voll. Oh Mann, dieses doofe Ding. Stirb. Oha, oha. Nix Gutski.
So einmal schnell getarnt. Oh. Oha. 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 Na komm. Vielen Dank. Haben wir drüben noch einen? Da ist noch einer. Zack. Und Chanel wieder zurück. Immer schön an der vordersten Front bleiben. Nein. Das war. Also das war jetzt wirklich, wirklich blöd. Na gut, aber einigermaßen läuft's. Wo bin ich denn? Natürlich der Schlechteste. Zumindest in meinem Team. Wer hätte es gedacht? Ups, voll daneben. Ja, super. Und ich muss mich daran gewöhnen, dass wenn man ein rotes Team ist, muss man nach rechts laufen und nicht nach links. Kann man sich nämlich direkt am Anfang schon ganz gut positionieren, wenn man nach unten fliegt. Was haben wir? Ihr hört die Chance auf einen kritischen Treffer und versucht mehr Schaden beim Schwertangriff. Zack. Nehmen wir einfach mal mit. Ey, du hast voll schlecht geskillt, Mann. Jo, wahrscheinlich, weil, ich hab's ja schon gesagt, erst anderthalb Stunden und so, wa? So. Nein! Das gibt's doch nicht, nun spring doch! Hör! Ich brauch drei. Ich brauche dringend die schnelleren Schüchen. Das ist auf jeden Fall das nächste, was ich mir hole. Und das ist eigentlich auch viel zu spät. Ich hätte mir das schon viel früher holen sollen. So, schön in Stier gerannt. Auch immer wieder gut. Immer wieder gern gesehen. So mal eben getarnt. So, unser Turm ist wieder unter Angriff, steht unter Angriff. So, jetzt endlich schnell rennen. Zack, und da geht er richtig ab jetzt hier. Zack, und hepp, und flupp, und... Da habe ich ihn auch schon. Also, es macht definitiv Sinn. Ach, das ist ja... Ach, Mann. Immer wieder das Gleiche hier. So, einmal und zack. Dauen. So, die überrennen wir jetzt einfach mal hier. So, dich auch mal eben, du Projektion. Verdammt. Schnell weg hier. Ja, da hatten wir beide den gleichen Gedanken. War vielleicht jetzt taktisch nicht allzu klug. Nein! Ui, 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 ui. Das irritiert teilweise, weil ich habe gerade gedacht, das wäre ich. War ich ein bisschen perplex jetzt hier. Naja, was soll's. Ist ja nur ein Spiel, ne? Und solange wir insgesamt noch gewinnen. Ich sehe mich trotzdem als Unterstützer, nicht wahr? Weil solange sie auf mir drauf sind und mich töten, können meine Teammates eben machen, was sie möchten. Was haben wir denn hier oben noch? Ausschalteffekt. Den nehmen wir einfach mal mit. So, aber es geht nicht vor und nicht zurück, wie es aussieht. Zumindest nicht so richtig. Wobei, da hinten, da wird gerade unser Turm komplett zerstört. Das ist nicht wahr, ne? Das waren nur die kleinen blauen Dinger, die da unseren Turm zerschossen haben. Dieser Fliegetyp hier, ey, dieser Affe, der nervt mich richtig. Also der nervt mich
Richtig, sage ich euch. Wo sie hin? Komm ran, komm ran, komm ran, komm ran. Nein! One on one! Jawoll! Bam! Bringt meinem Team zwar jetzt nicht so viel, aber was soll's. Das brauche ich einfach für mein Ego. Und das bringt dann ja meinem Team wieder was, ne? Wenn ich richtig schön jetzt hier voller Stolz nach vorne sprinte und hier alles umhaue, was sich mir in den Weg stellt. Was leider ein Turm ist. Ja, komm, latsch mal durch, meine Kleinen. Oder bist du nur einer? Seid ihr einer oder zwei? Oh, das ist ja mal gar nicht so schlecht hier. Komm mal ran hier, komm mal ran. Komm, komm. Wieso? Was denn das jetzt? Hier funktioniert ja gerade gar nichts. Ich habe nicht mitbekommen, dass ich meine Zunge ausgelöst habe, aber irgendwie muss ich sie ausgelöst haben, weil ich hatte sie nicht zur Verfügung. So, jetzt kann ich mich schnell mal porten. Zack. Zack, jetzt greift mein Spiegelbild auch an, wenn es denn in der Nähe eines Gegners ist. So, das hier müssen wir auch mal wieder aktivieren. Macht Sinn, möchte ich behaupten. So, krieg ich Hilfe, danke. Ein Gegner verspottet mich, naja. Mach ruhig, ist mir vollkommen Latze. Weil es sieht ja trotzdem so aus, als würden wir gewinnen, mein lieber Freund. So. Komm immer schön nach vorne, meine kleinen Schnuckis. Und drauf hier. So, da kommen dann auch schon die ganzen Gegner, natürlich, ist ja klar. Aber zumindest hier die Smelly Cat. Die kann ich recht schnell umbringen, wenn ich denn möchte. Nur dummerweise wollte ich das gerade nicht. Und ja. So, jetzt muss man warten, wie man sieht, weil ich einfach zu oft anscheinend gestorben bin in letzter Zeit. Wobei ich eigentlich immer denke, ich schlag mich ganz gut. Aber das, ne, liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. So, ganz rechts, damit ich direkt rechts runterlaufen kann. Zack. So, gibt's denn was zum Shoppen? Jo, es gibt was zum Shoppen und zwar mehr Gesundheit. Nein, ich will hier oben lang. Zack. Die nehmen wir mit. Und einmal hier oben langschlawenzelt. Nein! Nein, wieso denn? Dass ich das immer nicht checke. Oh. Was? Wie viel Schaden macht er denn bitte? Mann, oh Mann. Wahrscheinlich gar nicht so viele. Ich bin einfach nur eine Pfeife. So. Dann bleibe ich doch mal bei meinem Team. Ich verstehe zwar nicht, wieso die hier unten an dem Turm rumkämpfen, obwohl wir oben schon lange durch können. Genau, Jungs, hier oben lang. So, dann kloppe ich einfach mal alleine hier drauf rum. Ho, 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 ho. Alter Schwede. Ich sag euch. Und nix zum Heilen da. Na komm. Das war's hier.
Hätte ich mich mal doch direkt porten sollen. Ups. So. Hier bleiben wir auch ganz gern mal hängen. So, Verstärkung ist geholt und gleichzeitig... Bam! Wir haben gewonnen! Ja, und immerhin 21. Bin ich genauso gut wie der Beste aus dem anderen Team. Sonst hatte ich immer nur so... 12 oder so. Naja. Lief ja aber ganz okay, muss ich sagen. Also ich finde Awesome Nuts echt ganz witzig, macht Spaß. Ist ein kleines Spiel, was man immer mal so zwischendurch spielen kann. Ich werde sicherlich noch einige Zeit spielen und vielleicht euch dann irgendwann nochmal zeigen, wenn ich ein bisschen fortgeschritten bin, was Skill angeht und auch was meinen Charakter angeht. Ich sag für heute Tschüss, stimmt ab beim Wish Wednesday. Jetzt übermorgen sehen wir Slender, das hat sich ja entschieden. Und ich freue mich auf die nächsten Videos, die wir gemeinsam genießen können. Ich hier und ihr da. Bis dann und Tschüss. You will